Heute werden wir gemeinsam eine Bahnstrecke in Deutschland im ehemaligen Herzogtum Baden erkunden. Die Badische Hauptbahn im Rheintal wurde in den Jahren 1840 bis 1863 schrittweise fertiggestellt. Von dieser Badischen Hauptbahn ausgehend gibt es mehrere Bahnabzweigungen in den Schwarzwald. Eine Stichbahn davon ist die Achertalbahn. Von Achern über Kappelrodeck nach dem 11 Kilometer entfernten Uttenhöfen. Am 1. September 1898 wurde die Achertalbahn eröffnet. Vor allem die damals im Tal ansässigen Industriebetriebe war ein Bahnanschluss an die Rheintalbahn überlebenswichtig. Seit 1968 finden in den Sommermonaten fahrplanmäßige Dampfzugfahrten statt. Frühmorgens sind wir im Lokschuppen. Heute wird die Dampflok Nummer 20 für die Fahrt angeheizt. Sie wurde 1928 von der Karlsruher Maschinenbaugesellschaft gebaut und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km pro Stunde. Nachdem die notwendigen Aufrüstarbeiten erledigt sind, geht es noch zum Kohlebansen, um die benötigten Kohlen noch zu bunkern. Anfang der 60er Jahre stand sie schon auf dem Abstellgleis. Doch die DGEG führt seit 1968 Dampfsonderfahrten durch und somit wurde sie nicht Opfer eines Schweißbrenners. Heute betreut der Achtäler Eisenbahnverein die Fahrzeuge. Im Rückwärtsgang geht es in den etwa 11 Kilometer entfernten Bahnhof Achern. Für die Strecke mit mehreren Haltestellen benötigt der Dampfzug etwa 30 Minuten. Der Bahnhof Achern besitzt ein Umsetzgleis speziell für die Dampfloks-Sonderfahrten. Thank you.
Nach dem Ankuppeln wird noch kräftig Kohlen für die Bergfahrt nach Ottenhöfen aufgelegt. Danach geht es dampfend und schnaubend wieder zurück in den Schwarzwald. Wir befinden uns bei Kilometer 8,5. Hier ist ein kurzer Stopp in der Haltestelle Forscherbach. Nachdem die automatische Bahnschranke geschlossen ist, können wir unsere Fahrt fortsetzen. Fahrzeit sind vorbei und unsere Dampflokfahrt endet hier im Bahnhof Ottenhöfen. Thank you.
Die Fahrt ist zwar zu Ende, aber die Lok Nummer 20 wird noch abgerüstet. Leider wurde der Betrieb des Museumszuges in Achental zum 30.06.2013 eingestellt. Somit gehört die Museumsbahn zwischen Aachen und Ottenhöfen mit seinem historischen Dampfzug der Vergangenheit an. Die Lok Nummer 20 mit seinen aus dem 19. Jahrhundert stammenden Wagen haben eine neue Heimat gefunden und befinden sich seit 2020 in Kandern bei der Kanderntalbahn.